Willkommen im Max-Liebermann-Haus in der Ausstellung im Atelier Liebermann, Gerhard Richter, Atlas Übersicht 1:2. Wir, die Stiftung Brandenburger Tor, die Kulturstiftung der Berliner Sparkasse, freuen uns wahnsinnig, Ihnen hier am Brandenburger Tor im Max-Liebermann-Haus Gerhard Richter mit seinem Atlas präsentieren zu dürfen. Atlas Übersicht 1:2 ist eine verkleinerte Form des ursprünglichen Atlas, der sich im Lenbachhaus in München befindet. Wir zeigen auf über 809 Tafeln über 8000 Einzelmotive, die Gerhard Richter im Laufe seiner langen Schaffenszeit angesammelt hat, die er katalogisiert hat, die er aufgeklebt hat und die er in eine Ausstellungsform auf Basis dieser Tafeln zusammengeklebt hat. Der Atlas hat für Gerhard Richter verschiedene Funktionen. Der Atlas ist zum einen die Motivsammlung, weil Gerhard Richter seit den 60er Jahren Material gesammelt hat. Der Atlas ist aber auch ein Kunstwerk an sich durch die Form der Präsentation. Es ist ein Kunstwerk, weil Gerhard Richter als Künstler das Material angeordnet hat. Er hat es einem strengen orthogonalen Prinzip unterworfen. Er hat die Bilder, die Motive in Blöcken zusammengeordnet. Und dieses strenge Schema an sich zeigt, das ist etwas, was für die Präsentation gedacht ist. Wir zeigen hier nicht die originalen großen Atlastafeln, die sich im Lenbachhaus in München befinden, sondern eine 2015 erstellte Fassung, in der alle Tafeln digitalisiert wurden und im Verhältnis 1:2 verkleinert auf Alu-Dibond-Platten abgezogen. Durch diese etwas verkleinerte Form ermöglichen wir den Besucherinnen und Besuchern den Einblick oder den Überblick, wie das Werk auch schon heißt, über diesen ganzen Atlas. Die Motive sind natürlich kleiner, aber das Werk, die Sammlung als Ganzes tritt dadurch in den Vordergrund. Ja, also das kann man sagen, dass vom Künstler angefangen über den Mitkünstler Henning Lohner die Begeisterung groß war und dass dieses wieder einen ganz anderen Aspekt in dieser Reihe gibt, sollte auch die Besucher neugierig machen und gespannt zu bleiben, wie der nächste Künstler dieses Thema Atelier umsetzt. Als Museumsmann habe ich immer gelernt, die meisten waren interessiert, ins Magazin zu kommen. Da ist immer was zu entdecken. Das Schöne ist das Museum, was da hängt, aber dürfen wir auch ins Magazin? Und so ähnlich ist es ja beim Künstler. Man freut sich über eine Retrospektive oder eine Galerieausstellung, aber darf man auch mal ins Atelier, darf man mal nah herankommen an den Schaffensprozess der Werke, die man als Endergebnis dann gut woanders in Museen, in Sammlungen, in Galerien sehen kann. Und so wird die nächste Ausstellung sicher auch wieder einen ganz neuen Aspekt geben zu Zeit und Fotografie, wie ein Künstler mit diesem Thema umgeht. Ich muss sagen, wir sind die Europa-Premiere, denn diese verkleinerte Atlas, diese Übersicht, das ist der Atlas-Übersicht, war einmal in, wie man so schön sagt, Down Under in Australien und einmal in Japan und dann bei uns als Europaprojekt. Das war also die Ausstellung, die uns durch Corona begleitet hat. Gott sei Dank, kann man sagen, dank der Leihfreudigkeit unserer Münchner Kollegen. Das gehört nämlich dem Lenbachhaus. Wir haben im Oktober letztlich dann doch starten können, hatten eine Pressekonferenz und 3 Tage auf. Und danach war Schluss. Komponiert wurde die Ausstellung mit einer letzten Sitzung bei Richter in Köln am Aschermittwoch 2020 und das war der Tag, an dem Corona die Karnevalsmetropole erreicht hat. Es war genau der Tag, wo sich alle infiziert hatten. Man bekam in der Domapotheke noch ein Infektionsmittel, das gab es da noch, alles andere war schon ausverkauft und von daher ist es wirklich eine Ausstellung im Zeichen von Corona. Und dann war es Lockdown, dann wieder öffnen, dann wieder Lockdown und jetzt was sieht man eigentlich auf dem Atlas? Wozu ist der Atlas gut?
Der Atlas ist gut, um die Ideen von Richter, die er zum Malen braucht. Und das komme ich mal als letzte allgemeine Erklärung. Warum heißt das im Atelier Liebermann? Das ist eine Reihe, die wir uns ersonnen haben, weil Max Liebermann hier, der das Haus 1896 geerbt hat von Papa, 1998 sagte, er möchte hier nicht nur wohnen, sondern möchte auch arbeiten hier. Und hat dann 1988 sein Atelier auf dem Dach einrichten lassen von dem Architekten Griesbach. Der hat so einen Stahl-Glasbau da oben, ein richtig modernes Teil da oben drauf gesetzt. Sah aus mehr wie ein Fotostudio. Der Kaiser war sowas von dagegen, weil das Ganze verschandelt. Und ich muss sagen, vielleicht hat der Kaiser nicht so ganz Unrecht. Aber 1988 hat Liebermann das eröffnen können, also beziehen können. Und von daher war das Haus, was wir nie so wissen und wussten, nicht nur das Wohnhaus von Liebermann. Liebermann residierte hier wie großbürgerlich. Und er residierte nicht nur im zweiten Stock, sondern er malte eben auch oben drüber. Von seinem Arbeitszimmer konnte er hochgehen. Es ist also ein Wohn- und ein Arbeitshaus, ein Atelierhaus. Und von da war die Frage, was macht man im Atelier, was macht ein Künstler im Atelier? Und da haben wir eine Reihe aufgelegt mit Im Atelier Liebermann, kuratiert von unserem Beirat Wulf Herzogenrath. Die Reihe Im Atelier Liebermann ist eine besondere Haltung des Künstlers sichtbar zu machen, nämlich was ist im Atelier vorhanden, was tut er dort, was hat er an den Wänden hängen, wie entsteht das Werk? Und das ist eine interessante Reihe, anders als eine Retrospektive, anders als eine Galerieausstellung, wo die letzten 25 Bilder gezeigt werden, wird hier ein Einblick in das Atelier, in den Schaffensprozess des Künstlers, der Künstlerin gezeigt. Und so kam mir irgendwann einmal, ich sag mal nachts, die Idee, der Gerhard Richter hat doch ein Werk geschaffen, was genau dieses bezeichnet, nämlich das, was in seinem Atelier gesammelt ist von ihm selber über Jahrzehnte, hat er zusammengefasst zu einem eigenen Werk und wunderbarerweise Atlas genannt. Es ist gesammelt worden von einem Privatmann dann im Lehnbachhaus in München und immer ergänzt, immer erweitert von Gerhard Richter selber. Mir kam dann die Idee, das ist doch das Werk, was die Ateliersituation zeigt. Und so schrieb ich ihm und sagte, im Atelier Liebermann, was vor 100 Jahren das Zentrum deutscher bildender Kunst, Kultur war. Liebermann war ja auch Präsident der Akademie der Künste, schräg über den Pariser Platz hinweg. Er hatte eine wunderbare Sammlung, 30 Manets. Also ein Zentrum des kulturellen Lebens Berlins. Und in diesem Atelier Nachfolge möchtest du da ausstellen den Atlas. Und wie man so schön postwendend sagt, am nächsten Morgen kam schon der Anruf, du Wulf, das ist eine wunderbare Idee. Da mache ich sofort mit. Und wenn ihr es schafft, die ganze zweite verkleinerte Fassung unterzubringen, dann ist das doch ideal. Gesagt, getan. Wir haben dann ausgerechnet, wie diese zweite Folge hineinpasst und wie jeder Besucher dann sehen konnte, war es eigentlich ideal dafür, als wenn es dafür auch schon konzipiert war. Es gibt sogar für die große Fassung noch einige neue Tafeln, aber im Prinzip ist es für ihn abgeschlossen. Und von daher ist diese Fassung, die 2016, jetzt unsere Fassung ist die 1:2, die Verkleinerung, das ist für ihn das gültige Werk. Und es war natürlich die Voraussetzung, dieses auch komplett zu zeigen. Und wir hatten eben das Glück durch die neuen Wände, die eingebaut wurden, dass es auch genau wunderbar in den zwei Etagen des Liebermann-Hauses zu zeigen war. Und das ist chronologisch geklärt und nach thematisch. Aber was man tatsächlich sieht, ist ein Leben, 50 Jahre Leben in Deutschland. Das ist das große Thema, Leben in Deutschland. Und er wollte eben in diesem bedeutenden,
dieses bedeutende Künstler, da wollte er sein. Er wusste, Liebermann ist eine große Nummer um 1900. Das war der Gegenkaiser. Er wollte da sein, Gerhard Richter. Und er hat dann zugleich das Gefühl, was wir dem Abschalten des Atlas, das Thema ist eigentlich das Sehen, was wir eigentlich sehen. Und das Thema ist eigentlich, wir wissen eigentlich nicht so genau, was wir sehen. Alle Bilder, es ist eine unendliche Bilderflut und wir navigieren uns da so durch. Deswegen haben wir einen Atlas. Und ursprünglich hat Richter seine ganzen gesammelten Einzelmotive. Dabei handelt es sich um Zeitungsschnipsel, Sachen aus Illustrierten, Zeichnungen, sehr, sehr viele Fotos, wenn Sie sich hier umsehen. Es sind Entwurfsskizzen, es sind übermalte Fotos. Es ist alles, was er im Lauf seiner Künstlerkarriere als aufhebenswert empfand. Dieses hat er auf große Kartons geklebt. Und zwar, es ist ein Prozess, mit dem hat er schon Ende der 60er Jahre angefangen. Das heißt, ziemlich früh in seiner Karriere. Durchgestartet ist er ja Anfang der 60er. Also er ist in der DDR geboren und aufgewachsen, hat in Dresden auch seine erste künstlerische Ausbildung erhalten. Fachgebiet war Wandmalerei, er hat dann auch in Dresden und Umland einige Wandgemälde gestaltet. Er hat dann die Documenta 2 besucht in Kassel und hat festgestellt, also er ist in den Westen gefahren, es war noch vor dem Mauerbau, es war möglich, um Kunst zu sehen und hat dann festgestellt, die machen ganz andere Sachen als wir hier im Osten unter dem Dogma des sowjetischen Realismus. Und ihm wurde auch klar, diese Art von Kunst kann er im Osten nicht weiterführen. Also ist er mit seiner Frau über West-Berlin nach Westdeutschland geflohen und hat in Düsseldorf an der Kunstakademie eine zweite Ausbildung nochmal angefangen. Düsseldorf war damals das Zentrum für Gegenwartskunst. Beuys war dort Lehrer, K.O. Götz war Lehrer. Also es war ein inspirierender Pool neuer Ideen. Und dort hat sich Richter zu dem Künstler entwickelt, den wir heute kennen. Sein gesamtes Frühwerk hat er in der DDR zurückgelassen. Das hat ihn dann nicht mehr interessiert, sondern auch sein Werkverzeichnis setzt ein mit diesen frühen Arbeiten, die in Düsseldorf entstanden sind. Kurze Zeit später hat er angefangen, sozusagen die Arbeitsgrundlagen, dieses Material, parallel in diesem Atlas zu sammeln. Das heißt, der Atlas ist ein bis die letzten Tafeln sind 2016 entstanden, also über fast 6 Jahrzehnte kontinuierlich gewachsenes, riesiges Werk. Und er hat dabei verschiedene Funktionen. Es ist jetzt nicht nur eine Materialsammlung, das auf der einen Seite schon, weil wir hier Sachen finden, aus denen Richter Kunstwerke geschaffen hat. Es ist aber auch eine Art Künstlerarchiv. Das heißt, in einigen Teilen hat er auf Tafeln die Genese, also die Entstehung von Werken, für Betrachter nachvollziehbar gemacht. Er ist ja dafür bekannt, dass er sehr viel übermalt und neu und noch eine Schicht drüber. Und solche Tafeln sind hier auch vorhanden. Und dann natürlich ist der Atlas in seiner Gesamtheit ein großes Kunstwerk. Das heißt, er hat jetzt nicht einfach wahllos die Sachen aufeinander geklebt. Wenn Sie sich hier umschauen, sehen Sie, die Sachen sind nach einem sehr strengen Raster geordnet. Sogar die Fotos sind nach Farbverläufen geordnet. Das heißt, wir haben es hier mit etwas zu tun, was künstlerisch überformt ist. Es ist irgendwie ein Konglomerat von verschiedenen Ideen, die zusammenfließen und die einen Einblick in Richters Gedanken- und Kunstwelt geben, den er uns hier auch bewusst gewährt, weil dieses Werk auf Präsentation ausgelegt ist. Sonst würde man diese Sachen gar nicht aufkleben, sondern zu Hause in ordentliche Aktenschränke legen. Diese Blöcke, die Sie hier sehen, die sind zwar thematisch gehängt, aber trotzdem peu à peu entstanden. Das heißt, sie folgen natürlich in gewisser Weise Richters Werkchronologie und zeigen dann auch, wie er sich künstlerisch weiterentwickelt hat. Aber nichtsdestotrotz sind diese Blöcke alle thematisch gehängt. Wir haben Blöcke, wo es nur Landschaften gibt. Wir haben Blöcke, wo nur Zeitschriftenausschnitte aufgehängt wurden. Wir haben Blöcke, die sich mit Rauminstallationen befassen. Wir haben thematische Blöcke zur RAF, zu den Wolkenbildern, zu den Seestudien. Also alles, was Sie aus Gerhard Richters Kunst kennen, werden Sie hier wieder entdecken. Das Einzige, was im Atlas jetzt weniger viel Gewicht hat, ist die abstrakte Malerei. Thank you.
sind die frühesten Tafeln, die Richter gestaltet hat, also aus den frühen 60er Jahren. Man sieht hier sehr viele illustrierten Ausschnitte, die er gesammelt hat. Das sind gängige illustrierte Stern, neue Revue, wie die damals alle gehießen haben. Außerdem finden sich hier Familienschnappschüsse, die ebenfalls aufgenommen wurden. Und das Witzige ist, das sind nicht alles private aus Richters Familie, sondern er hat auch einfach Schnappschüsse von irgendwelchen fremden Leuten damit dazwischen gemogelt. Und zwar ist das natürlich auch ein künstlerisches Statement, was er macht. Richter hat sich in den 60er Jahren ganz provokativ hingestellt und zum einen eine gegenständliche Malerei gemacht. Also wir befinden uns wirklich in den 60er Jahren. Das Informal ist das, was man eigentlich macht. Man macht Aktionskunst, es ist alles abstrakt. Und er fängt an, fotorealistische Bilder zu malen. Das ist natürlich sozusagen die stärkere Konfrontation mit der Kunstszene, konnte man gar nicht bilden. Und sein Lehrer in Düsseldorf war Herr Götz. Herr Götz, Karo Götz, also der Meister Informelle des Informellen. In Deutschland schlechthin. Und die Dokumentar 2, die ihn so begeistert, das waren Jackson Pollock und all diese, haben ein Riesenformat und so weiter. Und Richter malt in dieser eben sozusagen gestischen Zeit nach Fotos. Genau. Das war kunstlos, absolut gut. Poppert. Und das Schöne ist, hier am Atlas sieht man wirklich noch Bearbeitungsspuren. Wenn Sie genau hingucken, sind diverse von diesen Motiven quadriert. Und diese Quadratur stammt von dem Vergrößerungsprozess. Das ist, man kann diese Bilder schön in Raster teilen und dann Quadrant für Quadrant größer abmalen, damit das auch wirklich alles ganz genau ist. Später hat er dann andere Techniken genommen. Da hat er Overhead-Projektoren und Ähnliches benutzt, um Vergrößerungen zu erzeugen. Ich glaube, wir gehen jetzt mal ein paar Tafeln weiter. Hier kommen wir nämlich gleich zu einem Thema, das immer wieder sich durch den Atlas zieht, genauso wie durch sein ganzes Leben. Richter hat sich sein ganzes Leben lang immer wieder mit der Darstellung des Nicht-Darstellbaren, mit dem Holocaust auseinandergesetzt. In den 60er Jahren kamen dann diese ganzen Fotografien aus den Konzentrationslagern auf. Die wurden auch über die Presse verbreitet. Und es gibt wenig Themen, die eben immer wieder alle paar Jahre sich hier auf diesen Tafeln auch nachvollziehen lassen. Und er hat sein ganzes Leben lang probiert, bisher eine künstlerische Ausdrucksform für das nicht darstellbare Grauen zu finden. Da muss man dazu sagen, in Düsseldorf hat er eben mit Polke und dem Galeristen Konrad Fischer, der damals noch Maler war, als Konrad Lurk, kapitalistischen Realismus. Das ist kapitalistischer Realismus. Wer vom Kapitalismus redet, kann vom Faschismus nicht schweigen und so weiter. Das sind all diese Formeln. Und dann aber die andere Formel von Richter ist eben, man kann einen Holocaust nicht gut malen. Das ist einfach frivol. Wenn es ein gutes Bild ist, das ist kein Thema für gute Bilder. Und Sie kennen ja diese berühmte Formel von Adorno, nach Auschwitz kann man keine Gedichte mehr schreiben und so weiter. Und mit diesem kapitalistischen Realismus war natürlich gegen den sozialistischen Realismus. Das war die absolute Gegenposition. Und hier in Düsseldorf haue ich da mal, das ist der Ort. Aber das ist dann sozusagen das unbewältigte große Thema, das immer wiederkehrt. Richter kommt dann vom fotorealistischen Malen plötzlich zum Prozess des Malens. Nicht? Er malt Farbe, er malt Malstrukturen. So. Das ist das berühmte Wandbild für BMW, glaube ich, die drei Farben da. Und ein Riesenteil. Und plötzlich reflektiert der Maler, was mache ich eigentlich, wenn ich Farbe auf die Leinwand auftrage, ohne einen Gegenstand. Der Gegenstand ist das Malen. Nicht? Und plötzlich merkt der Richter schaut sich selber über die Schulter. Und plötzlich merken sie, wie dieses Atlasdach, wie ein Atelier, was macht der Maler? Was macht der Maler? Bei Maxim Liebermann sitzen da ganz viele Skizzen und Zeichnungen. Das ganze Atelier ist voll mit dem. Jeder anständige Maler hat seine Skizzen und malt nach den Skizzen. Während bei Richter, ich sammle Bilder, ich sammle die Bilderflut. Und ich glaube nicht an das endgültige Bild. Ich glaube nicht an das endgültige Bild. Es gibt nur Annäherungen. Und solche Annäherungen sind diese Serien. Ja, dieser Umgang mit dem Bild ist ja ganz anders ist als zum Beispiel früher noch, wo man hat, oder diese Idee des einzigen Werkes, dieses Genies. Aus vielen Zeichnungen entsteht das perfekte Werk, das hat er nicht. Er macht eine Zeichnung, er malt ein Bild, von dem Bild macht er ein Foto, von der
Gemälde macht er eine Edition, dann übermalt er das Foto, dann macht er davon wieder eine Edition. Das heißt, es ist ein ständiger Fluss und es ist auch, er stellt damit auch die Wertigkeit des Originals so ein bisschen in Frage. Es ist für ihn ein permanenter Arbeitsprozess. Das schärft sich immer. Er denkt nochmal drüber nach und revidiert manchmal das, was er gemalt hat, wodurch es eben auch diese ständigen Übermalungen gibt. Also Richter ist auch einfach ein Künstler, der sehr viel zerstört von seinen Kunstwerken. Es gibt sehr, sehr viele Werke, von denen man weiß, dass sie mal existierten, die hat er mittlerweile also entweder gleich vernichtet oder übermalt. Hier nur kurz zur Erklärung, das sind die diese ganzen Stadtbilder, da hat er sich mit Luftfotografie von Städten auseinandergesetzt und hier hat ihn natürlich auch wieder das Schema, das Raster interessiert, das man von oben bei Städten erkennt. Dann fing er an, selber zu fotografieren. Bis hierhin sind sehr, sehr viele Werke einfach fremde Fotos. Er hat dann wirklich verstärkt selbst Landschaftsaufnahmen gemacht und diese Landschaftsaufnahmen, das ist wie so eine Untersuchung seiner Umgebung und das, was er hier präsentiert, ist wirklich die künstlerische Auswahl von einem Berg von Fotos, den er da zu Hause gehabt haben muss. Es gibt also sehr, sehr viel zu entdecken. Auf der einen Seite das Detail, weil man kann auch einen Schritt zurücktreten und das Ganze sozusagen nur als große Übersicht auf sich wirken lassen. Im großen Atlas sind die Farben der Fotos mit Rot, Stich, also sind schon grausam. Und dann hat er sie alle vorgenommen, alle farbkorrigiert. Und von daher, so schön sind die Fotos nirgends wie in dem Atlas Übersicht, nicht? Genau, er hat nämlich damals ganz einfache so Drogeriemarktabzüge aufgeklebt. Und jeder, der sich seine Fotos aus den 70ern und 80ern mal anguckt, weiß, wie die heute aussehen. Das kann auch kein Restaurator aufhalten. Man kann es zwar so ein bisschen verlangsamen durch gute Lagerung, aber die sind einfach, die haben Alterungsspuren. Nur in der Übersicht? Genau. Die Sachen hier wurden digitalisiert und er hat wirklich jedes Foto anhand seiner Erinnerung, beziehungsweise wo die Originalabzüge noch da waren, wurde das mit den Originalnegativen verglichen, wie denn die Farbigkeit mal war. Und das hat er dann eben mit diesen ganzen knapp 8000 Einzelwerken gemacht, damit es wirklich so aussieht, wie er das in Erinnerung hat, wie er es auch einfach für die Nachwelt präsentieren möchte. Die Nummerierung der Tafeln kommt aus den Büchern. Richter selbst hat im Lauf seines Lebens, also zum einen hat er die Blöcke arrangiert, das war jetzt nicht unsere Aufgabe, sondern das stammt vom Künstler selber. Im Grunde ist es eine Richterkomposition, das Ganze. Genau. Das ist eine Komposition von Richter. Er hat immer wieder Blöcke durchmischt. Wo es ihm sinnvoll schien, Blöcke einzufügen, hat er die einfach reingesetzt. Es gibt einen ganz genauen Hängeplan, wie er sich das vorstellt, wie sein Werk hier zu hängen hat. Und das betrifft eben nicht nur die großen Blöcke, sondern wirklich jede einzelne Tafel hat ihren Platz. Er sortiert auch immer mal wieder Tafeln aus, die dann eine Zeit lang im Atlas vorhanden sind, die dann entweder eigenständige Kunstwerke werden oder völlig verschwinden. Genau. Hier nur im Vorbeigehen, das sind die berühmten Seascapes, wo er Himmel und Wolken und Wasser zusammen montiert hat. Davon gibt es auch eine Reihe sehr berühmter Gemälde. Wolkenstudien hat er sich auch sehr intensiv gewidmet in seinem Werk. Und wenn Sie sich so eine Tafel wie diese angucken, er hat sich nicht nur mit dem Thema, sondern auch mit der möglichen Hängung eines solchen Werkes auseinandergesetzt. Er hat hier an der Seite Verwischungen gemacht und probiert, ob das Blau, das er vorsieht, wirklich dem Blau entspricht, das er haben möchte. Und er hat das Ganze in eine illusionistische Raumwahrnehmung reingesetzt und damit sozusagen eine Vorstellung evoziert, wie er sich seine Bilder vorstellt. Also kann man nur sagen, wie vorhin wir mit dem, er malt die Malerei, er malt die Farbe. Bei dem Bild
gibt es ja diese berühmte Definition des Renaissance-Historikers Alberti, ein Bild ist ein geöffnetes Fenster. Man sieht an einem Bild wie durch ein Fenster. Und hier sieht man plötzlich, wie der Betrachter auf Richterbilder wie durch ein Fenster schaut. Das ist gewisserweise, was man durch Fenster sieht. Es ist ganz irre. Plötzlich merkt man, dass ein ganz großes Thema des Richters ist Wahrnehmung. Wie nimmt man Bilder wahr? Wie malt man Bilder und wie nimmt man Bilder wahr? Und was sind Bilder? Bilder sind geöffnete Fenster in die Landschaft. Unsere Ausstellung zeigt aber einen kleinen Nebenraum mit Werken, die nicht von Richter sind. Und zwar sehen Sie hier Arbeiten von Henning Lohner. Henning Lohner hat in den 90er Jahren Gerhard Richter im Atelier begleitet. Und zwar waren die beiden auf der Suche eines filmischen Äquivalents zum Arbeitsprozess von Richter. Also ich bin Henning Lohner und ich habe Gerhard Richter 1989 kennengelernt, indem ich ihm schrieb, mit der Frage, ob man gemeinsam einen Filmbild entwerfen könnte, also nach dem Sinn dieses berühmten Picasso-Films, dass sich seine, vor allem seine abstrakte Malerei dazu eignet, quasi in Schichten die Bewegung des Entstehens des Bildes in einem eigenständigen Film aufzufangen. So, dadurch entstanden diese Aufnahmen, die hier im Raum zu sehen sind, insbesondere die Videoaufnahmen, die Versuche waren, sich diesem Prozess anzunähern. Das ging über 4 Jahre und dann immer so an und ab. Und dann wurde schließlich, dann hat Richter schließlich entschieden, dass er kein Filmemacher sei auf gut Deutsch und dass das ihm da die Energie ausging im Prinzip. Und wurde das zur Seite gelegt. Diese Filme haben wir dann auch entsprechend einfach nur archiviert. Und jetzt sind ein paar davon hier erstmals zu sehen, nachdem Wolf Herzogen gerade eben oder erzogen hat, eben das bei Richter angefragt hat. Und er sagte zu unserer aller Überraschung, dass er das schön findet, jetzt mal das zu zeigen. Ich hatte natürlich die Vermittlungsidee, welchen Film über Gerhard Richter zeigen wir, welche Verlebendigung der Person können wir in der Ausstellung bringen. Und da fiel mir mein Gespräch mit Henning Lohner ein, den ich für eine ganz andere Sache in der Akademie gesprochen hatte, für eine Beteiligung in der Ausstellung, dass er mir gesagt hat, er hätte eben doch dieses Gerhard Richter-Material, was noch nie gezeigt worden war. Und er jetzt gar nicht sicher ist, ob Richter damit einverstanden ist. So habe ich zuerst Gerhard gefragt, und wie ist er einverstanden mit dem Material? Sagt er, wenn es in Ordnung ist, ja, ich habe es ja auch noch nicht gesehen. Und so haben wir Henning Lohner angesprochen, der natürlich begeistert war, dass Richter zugestimmt hatte, zumindest erstmal theoretisch. Und so hat er sich ein Konzept, Henning Lohner, ein Konzept überlegt, bildhaft und trotzdem vermittelnd dieses Material so aufzugliedern, dass Einzelbilder, bestimmte Phasen von Bildern und dieses Interview so zu einem Gesamtkunstwerk sich eigentlich einen wunderschönen Raum ergeben. Und als wir dann Richter das berichteten, war er sehr begeistert, damit nicht immer dasselbe Material in den Ausstellungen zu sehen ist, fand er es eben auch sehr angemessen, jetzt Henning Lohners altes Material so aufgefrischt auf wunderbare technologischer Neuheit zu präsentieren. Hier bei dieser Geschichte, das ist so eine eingestellte Kamera, und dann hat er dann einfach gearbeitet, das ging über Stunden. Das Interessante daran ist, dass wir das Motiv Betty, das berühmte Motiv von Richter, das gemalte Motiv sehen. Er hat davon Fotoabzüge gemacht, es fotografiert, abgezogen und dann versuchsweise übermalt. Diese Versuche sind dann auch gescheitert, dieses gibt es also nirgendwo. Und das war eben ein Zufall, dass an dem Tag er gerade daran arbeitete. Das ist ein wahnsinnig interessanter Block innerhalb dieses Werks des Atlas. Und zwar sehen wir hier die Genese von Schwarz-Rot-Gold. Einmal schräg gegenüber im Reichstag in der Eingangshalle
hängt das große Werk von Richter Schwarz-Rot-Gold. Das ist eine Hinterglasmalerei, 12 Meter groß, wenn Sie reinkommen in den Reichstag, gleich rechter Hand. Genau, das ist das, was Sie heute im Reichstag sehen. Der Ursprung der Gedanken findet sich aber da. Das ist diese Vielschichtigkeit von Gerhard Richter, von der wir hier jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Die Familienbilder, die sich hier im Atlas finden, es sind wirklich sehr intime Bilder. Hier, das ist unser Plakatmotiv, das haben Sie bestimmt erkannt. Mhm. Ganz rechts, die letzte Tafel, ist sein Sohn Theodor. Aber wenn Sie uns jetzt mal auf die andere Seite, in den anderen Flügel folgen, da sind wirklich intime Bilder kurz nach der Geburt seiner Kinder. Und er integriert die trotzdem in ein Werk, das für die öffentliche Präsentation ist. Und diese Bilder sind aber nicht der Öffentlichkeit preisgegeben im voyeuristischen Sinne, weil sie in diesem ganz strengen Raster mitgehalten werden. Und der gesamte Atlas ist mit Fensterglas verglast. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass wir schreckliche Reflexionen haben. Das ist bewusst. Das ist Richters Entscheidung. Das ist kein entspiegeltes Museumsglas, sondern ein ordinäres Fensterglas. Und diese Spiegelung zeigt natürlich den Betrachter, sich beim Betrachten. Also das heißt, man guckt zwar diese sehr persönlichen Bilder an von seiner Frau und seinem Baby, aber man sieht sich gleichzeitig noch selbst und das schafft dann wieder Distanz und das gibt Richter auch die Möglichkeit, die Dargestellten nicht zu entblößen. Das ist auch eine von Richters berühmtesten Arbeiten, befindet sich heute in New York. Es dreht sich hier jetzt nur um diese 5 Tafeln. Auf der Seite, er hat sich zum einen 10 Jahre, 11 Jahre nach den Geschehnissen, also 77 war ja der deutsche Herbst, er hat sich 88, 89 waren dann, war da ein Zyklus fertig, das ist ein, ursprünglich waren das 18 Gemälde, die aus der Beschäftigung mit dem Thema und diesem Bildmaterial entstanden sind. In den Zyklus später wurden nur 15 integriert, 3 hat er wieder übermalt. Die wurden dann ausgesondert und anderweitig im Bergverzeichnis geführt. Was aber interessant ist, wir haben hier unscharfe Aufnahmen. Richter hat hier schon probiert, wie Gemälde aussehen könnten, wie eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Deutscher Herbst und RAF aussehen könnte. Das heißt, er hat die Fotos unscharf aufgenommen, um zu gucken, wie die Wirkung ist. Bei dem Zyklus, den er später gemalt hat, hat er sich dafür entschieden, doch realistischer zu sein, also mehr in Richtung dieser fotorealistischen Bilder der frühen 60er zu gehen. Die sind zwar auch verwischt, aber trotzdem viel, viel eindeutiger zu erkennen. Das ist ja eine Art von moderner Historienmalerei, die er da betreibt. Und das Interessante ist, was wir hier haben, ist sozusagen ein nicht verwirklichter Gedankenkomplex. In New York, im Museum for Modern Art, die haben den Zyklus gekauft. Wann war das? 96 oder sowas? Etwa in den 90er Jahren. Ja, ja. Und es existiert noch ein Album mit 190 weiteren von diesen Aufnahmen. Da sind dann sozusagen die wirklich bildvorbereitenden Fotos drin. Die haben wir hier nicht. Das ist, er zeigt uns hier eine andere Art, wie der Zyklus hätte aussehen können in dem geistigen Kosmos. Er zeigt uns Bilder, die nicht entstanden sind, die aber gleichberechtigt hätten entstehen können. Ja. Wir sind zu großem Dank verpflichtet, dass wir das fast 10 Monate inzwischen haben leihen können aus dem Lehnbachhaus. Die kleine Fassung, die große Fassung wird nicht mehr ausgeliehen, weil sie auch ausbleicht und so weiter. Und Sie haben auf deiner Seite noch von schön zusammengetragen alle Publikationen zum Atlas. Und es gibt eben die Frage, die habe ich schon erörtert, in Buchform ist das der Atlas linear. Sie blättern von Platte zu Platte. Nicht? Während hier merken Sie, dass der Atlas ein Kunstwerk ist. Nicht? Es ist eine Komposition, eine Gesamtkomposition. Und wenn Sie so schräg runterschauen bei uns, können Sie wirklich sagen, hier hat man den Überblick. Man sieht oben, was unten ist. Und das ist vielleicht großartig. Dank an die Kuratorin. Danke. Ja.
Und dann Dank an unser Kölner Netzwerk mit Wolf Herzogenrath, dass das alles so gut geklappt hat und die Münchner Kollegen jetzt hier so geliehen haben. So, genau. Brav und fleißig und toll. Ne? Und Dank an unser Publikum.